ich habe mir mal eine Zündspule bestellt für meinen Audi. Wir haben das Problem, dass der, gerade wenn er kalt ist, so ein bisschen unruhig läuft, so ein bisschen ruckelig und so. Mag er nicht richtig. Kann natürlich zum einen am Alter liegen, eventuell auch noch an dem Doppelkontakt- oder Doppelthermosensor hier. Zeigen wir euch dann in einer anderen Folge. Oder halt eben an der Zündspule. Das habe ich aus den unzähligen Forenbeiträgen, die ich so durchgelesen habe, mal so ein bisschen rausgefiltert. Das Ganze machen wir heute. Oder was heißt wir? Der Kersten wechselt euch natürlich. Oder wechselt mir natürlich die Spule und wir zeigen euch, wie das geht. Ja, dann überreiche ich dieses schöne Teil mal an meinen werten Kollegen. Der kann gerade nicht, der hält die Kamera. Und werde dann auch die Kameraführung übernehmen. Nein. Komm, auf. Fangen wir mal an. Also, du, gib mir mal die Nein. Kamera. Nein, weg hier. So, und da ist Kersten am Start. Eingebaut. Meine Lampe. Fertig. Meine Kannst du starten? Läuft. Übrigens kamen mir so ein paar Fragen wegen dieser coolen Lampe, die Kersten jetzt wahrscheinlich getilgt hat. Wir haben Nein, sie leuchtet noch. Würth. Die sieht sogar noch ganz aus. Also wie ihr seht, auch robust. Man kann sogar mal eine Motorhaube mit zuschlagen. Aber ich glaube, jetzt ist Kersten so ein bisschen in Bedrängnis. Ich hänge da mal meine Lampe hier wieder hin, damit du etwas mehr Licht beim Schrauben hast. Hallo. Also Zündspule sitzt hier unten am Motorblock. Als allererstes muss dann mal diese Verkleidung runter. Wo hast du eigentlich mal Werkzeug? Ist das mein Laden hier? Was brauchen wir denn noch? Wahrscheinlich gleich Ratsch und ein paar Nüsse. Ja, fahren wir die Ware raus. Dann nehmen wir mal das mit. Oh, ein paar Das ist übrigens schon mal so die Verpflegung für später. Hier natürlich noch so die anderen Objekte, das machen wir auch. Also es geht nicht immer nur um Autos, sondern auch um Motorräder. Das musst du rausschneiden. Das wissen wir noch nicht. Ja, das wissen wir noch nicht. Das ist vom Steffen, der verkauft die immer, bevor wir irgendwas anfangen können. Aber trotzdem, vielleicht kommt was mit dem Gerät. Ansonsten natürlich hier, gerade auch aktuell auf unserem Kanal zu sehen, die Husqvarna mit Motorschaden. Aber jetzt mal zurück zum Audi. So, ja, als erstes dann mal die Motorabdeckung runter. Die ist mit so riesengroßen Imbusschrauben oder Imbusmuttern. Ja, Imbusmuttern befestigt. Wir haben was Essentielles vergessen. Oha, was denn? Das Backblech. Das Backblech. Mutti ist Backblech. Achso, das geht auch gerade nicht. Ja, dann mach ohne Muttis Backblech. Komm, mach mal ein bisschen hin, die Kamera läuft. Da das kostet halt, alles Strom. Da liegt halt noch so eine halbe Husqvarna drin. Achso. In dem Backblech. Aber hier, das geht ja auch. Ja, ich hätte es ja da hinten eher hingelegt, wo du Nein. zu tun hast. Ja, ich sag nichts. Ey, Alter, du kannst doch gleich selber schrauben. Bruder stinkt irgendwie ein bisschen nach verbranntem Öl. Bist du wieder nahe der Schallmauer oder was? Naja, kann man ja beim 1.8er jetzt nicht so sagen, dass es in irgendeiner Form an der Schallmauer kratzt, aber ich hab's versucht. An der Mauer vielleicht schon. An der Mauer, genau, aber die ohne Schall. Aber es gibt dann auch einen Schall. Ja, aber er läuft sogar so mit 18 Zoll Winterrädern knapp an die 200. Dann muss ich bremsen. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ja, also, immer da unten sitzt das Objekt der Begierde. Ja, das ist auch noch stiffig wie es. Wie man auch sehen kann, hat das Auto hier so einen leichten Ölverlust, was wahrscheinlich von hier oben von irgendeiner Dichtung kommt.
Vielleicht guckst du erstmal, ob das so annähernd die richtige Zündspule ist. Mach vielleicht mal unten den Stecker ab. Ja, alle, ich denke, du hast das bestellt. Ja, ja, das müsste auch das Richtige sein. Sieht ganz gut aus, ja. Gut, hier die ist halt mit Silber. Die war vielleicht. Ja, die war wahrscheinlich mal Silber. Geht man da am besten vor? Erstmal den Stecker abreißen. Genau. Im Idealfall dann auch merken, welcher Stecker wo sitzt, wenn es nicht draufsteht. Bei manchen steht es drauf. Nein, die wollte ich eigentlich drauf. Achso, unten den. Ohne den erstmal. Weil dann kann man das abschrauben, kann das hier so hochzerren, weißt du? So ist der Plan. Und dann kann man das hier oben zusammen. Erklär das mal bitte in Hochdeutsch, damit das unsere Zuschauer auch verstehen. Wie sie anders der Bubble da. Ja, um hessisch Fleisch. Warum da hier? Ja, mach mir erstmal also mit dem Schraubenzieher das Nippelchen ein bisschen runter gedrückt. Genau. Und dann könnt ihr das da so rausmachen. Ja. So. So, weiter geht's. Und da brauchen wir noch so einen Imbusschlüssel. Besser wäre natürlich jetzt so ein Ratschaufsatz. Geile Kerle, bis man erstmal das ganze Gelasch hier hat. Ja, so um den Zuschauer auch mal in Kenntnis zu setzen, das war heute wieder mal so eine spontane Idee. Wir hatten eine ziemlich harte Woche und haben wir das Problem, dass wir fast keine Videos mehr für euch haben. Ja, und dann gehst du mir mit so einem Mist auf. Genau, und dann hat der Kerstin gefragt, was können wir denn machen? Und dann habe ich gesagt, ach, ich habe da noch so das ein oder andere, was am Audi gemacht werden könnte. Ich habe mich gefragt, was könnten wir denn machen? Ganz sicher nicht. Du hast gefragt, hast du noch was? Oder fällt dir noch was ein? Habe ich auch nicht. Ja, aber so in der Richtung. Also zumindest habe ich das rausgehört. Ja. Wir müssen übrigens immer noch die Bremsen am Bus machen. Ja, aber das ist doch nicht wichtig. Ja, wenn das so weitergeht, können wir die Scheiben auch gleich mittauschen. Hier, sag mal. Da lehnt sie. Siehst du? Jo. Ja, das Scheißding ist nicht magnetisch. Aber der Lamp ist magnetisch. Nur dumm, wenn man die so rumhält, sieht man nichts, gell? Wo man hin magnetisch ist. Ja, du kannst ja fischen. Aber geht. Geil. Ja. Geiler Scheiß. Na, der Kerstin, der ist schon so ein kleiner Fuchs, gell? Muss man schon wirklich. Ja, aber warum hält das hier nicht? Ja, da sind da halt so drei Knorpelschrauben drin. Knuddelt man halt da raus. Falls ihr jetzt eins der späteren Audi-Modelle habt, ich glaube, das ist dann irgendwann Abbaujahr 2000, der hat dann unter Umständen nicht mehr diese einzelne oder diese kombinierte Zündspule, sondern dann oben auf den Niban ADR-Motor. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das beim späten Abreißen ist, aber es gibt auf jeden Fall auch. Ja, also bei jedem Motor kann ich mir das nicht vorstellen, weil da ist irgendwie gar kein Platz dafür. Ja. Sei denn, die haben die Ansaugbrücke irgendwann irgendwo geändert. Ich meine, draufstehende Abzug. Grundsätzlich ist das ja eigentlich der selbe Motor, ne? Hier ist ein A4. Jetzt kann man das nämlich so guckst du. Kann man das so nehmen. Kann dann auch gleich gucken, ob der Stecker passt. Man kann das dann mal so daneben halten hier. Ja, das sieht optisch gar nicht so schlecht aus. Gar nicht so schlecht aus. So, und dann kann man nämlich in die Stöppels, wenn sie dann abgehen. Alter, was ist denn hier los? Da ist auch ganz wichtig, wir haben jetzt nicht die teuerste gekauft, aber auch nicht die billigste. Trotzdem immer noch so ein bisschen Markenqualität. Ist auch in den ganzen Foren eigentlich empfohlen worden, dass man dann durchaus die etwas günstiger von Bremen nehmen kann. Ansonsten gibt es natürlich noch Bero, NGK, Bosch etc. Was nicht alles.
Aber in dem Fall sollte diese genügen. So, und dann steckt man das so 1:1 gleich wieder auf die neue drauf. Genau, also die Stecker nicht vertauschen. Wenn man Zündungsprobleme hat, kann das natürlich auch immer an den Kabeln sein. Bei der Gelegenheit kann man die natürlich auch gerade mal durchmessen. Hast du eigentlich ein Messgerät? Was für die Kabel durchzumessen? Ja, einen Widerstand messen. Ja. Weil die müssen 0 Ohm haben, wenn die halt irgendwie einen Widerstand haben. Oder. Das würdest du merken. Das merkst du? Das merkst du. Naja, aber halt so mit einer Ursache für irgendwelche Zündungsprobleme können dann auch die Kabel sein. Können natürlich auch die Zündkerzen sein, die haben wir bei dem Auto schon getauscht. Wenn ihr das also auch noch vorhabt, findet ihr das passende Video dazu in der entsprechenden Playlist auf unserem Kanal. Ja, und generell, wenn ihr auch irgendwie mit einem unruhigen Motorlauf zu kämpfen habt, das haben wir ja auch ein bisschen, kann das auch dieser Doppeltemperatursensor sein. Auch da gibt es ein Video von, wo ihr den dann austauschen könnt. Ja, und wir hoffen mal, dass unser Problem damit behoben ist. Ansonsten gibt es noch ein paar Videos mehr auf der Suche nach den Fehlern. Aber so das meiste haben wir da eigentlich jetzt auch schon mal eingekreist. Ich sehe gar keine Kreise. Was ich ja bei der Gelegenheit auch sagen kann mit den Zündkerzen, also hier waren irgendwie noch so die allerersten Zündkerzen drin oder die wurden wirklich nochmal von Audi getauscht, was wir aber beide nicht glauben. Aber man merkt die neuen Zündkerzen wirklich, also das Auto läuft damit schon mal um einiges besser. Man hat jetzt keine 20 PS mehr oder sowas, aber man merkt einfach, dass der Wagen besser läuft. Also das hat sich schon gelohnt und hat, glaube ich, weiß ich nicht, 15 oder 18 Euro gekostet. Plus halt das bisschen Arbeitszeit. Kann man also mal machen. Kunst liegt jetzt wahrscheinlich darin, diese scheiß Löcher von den Schrauben zu finden. Wenn das ja geht. Jetzt habe ich euch natürlich voll zugelabert und der Kersten konnte hier gar nicht erklären, wie das, welche Schritte er jetzt macht. Ajo, Schraube auf, Spul raus, Stecker runter, Stecker drauf, Spul wieder drin, Schraube wieder drin. Den Hauptstecker wieder drauf. Das ganze Gelasch wieder festschrauben. Wie fest macht man die Schrauben? M6. Einmal so handfest anlupfen und gut ist. 15 Newtonmeter. Muss man wissen. Ja, deswegen frage ich ja. Wenn man einen guten Ratschelkasten hat, steht er da drin. Mit was also diese Schrauben normmäßig festgezogen werden. Und das Handgelenk knackst natürlich auch bei 15 Newtonmeter. Aber erst ab 40, gell? Erst ab 40, genau. Ja gut, dann musst du das noch ein bisschen nachjustieren, weil ja, das wird halt vom Drehmoment immer weniger, was, ja, was da so geht. Muss man dann auch jedes Jahr beim Hausarzt reichen lassen. Genau, musst du nachstellen lassen. So, dann wieder das Deckelchen drauf. Im handlichen Imbusschlüssel. Die Miniaturschrauben wieder da rein. Ja, da hat es Audi mal gut gemeint. Ja, und im Großen und Ganzen war es das schon. Deckel festschrauben, ja, und dann mal Motor an. Mal gucken, ob das funktioniert. Wird aber funktionieren. Wenn das Auto bei euch so total unruhig läuft danach, habt ihr wahrscheinlich irgendein Zündkabel verteilt. Dann wird es auf jeden Fall spannend, weil man dann erstmal irgendwo die Zündzeitfolge herausfinden muss. Da sind auch auf der Seite Nummern drauf. Ah, okay, schade. Ja. Schade. Also hat Audi schon mal mitgedacht für den Worst Case. Ich weiß halt nur nicht, ob hier irgendwelche Nummern draufstehen. Ich kann zumindest gerade nichts erkennen. Ja, es ist voll eingeölt, das Ding.
Aber wie schon gesagt, immer schön Step by Step von der alten Runde auf die neue drauf und dann passt das. Das kann da gar nicht schief gehen. Laufen wir mit dem Werkzeug nicht so weit weg, weil im nächsten Video tauschen wir den Doppeltemperatursensor. Du tauschst den Doppeltemperatursensor. Nee, ich habe doch ordentliche Sachen an. Das ist mir doch egal. Und du kochst jetzt auch einen Kaffee. Ich koche den Kaffee und du tauschst den Doppeltemperatursensor. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Wenn ihr mehr Lust habt, schaut mal bei uns auf unseren Kanal. Wenn ihr mehr Probleme habt auch. Ihr findet dann immer die passende Playlist zu eurem Auto. Ansonsten sagen wir wieder danke fürs Zusehen, allzeit gute Fahrt und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.